Hebt man den Blick, so sieht man keine Grenze. Das japanische Sprichwort passt doch ganz gut zu uns ins Saarland, oder? Herzlich willkommen, bienvenue zu einem neuen Sellemolz. Wenn ich hier auf der Freundschaftsbrücke zwischen Großblittersdorf und Kleinblittersdorf den Blick hebe, dann sehe ich tatsächlich keine Grenze. Vor allem heute nicht. Wobei, selbst zu der Zeit, als es hier noch ein Grenzhäuschen gab, war die Grenze sowohl den Saarländern als auch den Lothringern häufig ziemlich egal. In Sachen Grenzüberschreitung macht uns einfach keiner was vor. Für viele Bewohner unseres Landes ist dieses Bild nicht fremd. Zoll, Douane. Man kennt es wie die eigene alltägliche Umgebung. Dabei fährt man in ein anderes Land. Ins Ausland, wie man zu sagen gewohnt ist. Ob es an diesem Begriff liegt, dass die Straßen und Gebäude hinter dem Schlagbaum einen besonderen Anschein haben? Sind es doch manchmal nur Minuten, die man braucht, um nach drüben zu kommen. Dennoch unterscheiden sich dort die Menschen nicht von uns, es sei denn in der Sprache und in einigen Lebensgewohnheiten. Es gibt Ortschaften in Deutschland und Frankreich, in denen die Grenze zwischen zwei Straßen verläuft. Von einer Seite zur anderen können sich die Menschen unterhalten. Monsieur Robert oder Herr Schulze sind imstande, obwohl es behördlich noch nicht erlaubt ist, vom Gasthaus zum Bremer Hof überzuwechseln ins Bistro Chez Gustave. Eigenartige Gepflogenheiten, könnte man sagen. Aber niemand von den Einwohnern findet etwas dabei. Es ist wie eine nette Gewohnheit, deutsche Geschäfte zusätzlich mit französischer Schrift zu versehen. Es gibt der Schuhmacherei einen Hauch von Internationalität. Und die Hausfront einer deutschen Gaststätte ist zur französischen Seite hin praktischerweise mit der Landesreklame bemalt. Alles liegt dicht beieinander. Zwischendurch begegnet man allerdings auch dem Auge des Gesetzes. Streng nach Vorschrift wacht es über die Patrouille und registriert und verhindert scheinbare oder wirkliche Grenzübergänge illegaler Art. Die Grenze, die wie ein Mittelstreifen zwischen zwei Straßen verläuft, wird begangen wie etwa ein Bürgersteig. Oder die schweren Lastkraftwagen machen Zwischenstation, während der Chauffeur einen Rotwein auf der einen oder ein Bier auf der anderen Seite getrunken hat. Die Übergänge sind übrigens nicht nur bildhaft. Dicht bei dem geruhsamen Dorfidyll liegt die Betriebsamkeit eines Wochenmarktes. Französische Märkte haben ihre eigene Note. Im scheinbaren Sammelsurium findet man alle Artikel, die bei uns nur auf Jahrmärkten angeboten werden. Der Aufwand an Buden und Ständen ist so groß, dass man stundenlang vorbeigehen kann, ohne beim Betrachten der Dinge müde zu werden. Auch dann, wenn man eigentlich zu spät kommt und der Marktbetrieb nach Abbau aussieht. Das letzte Geschäft kann das Beste sein. Aber es bringt niemand aus der Ruhe. Die Zelte werden weiter abgebrochen und übrig bleibt ein Bild ähnlich einer verlassenen Manege. Die Unordnung wirbelt in ihrer eigenen Lebendigkeit im Wind. Und die Reste deuten auf eine geschlagene Schlacht hin. Nun, die Schlacht hat den liebenswerten Charakter eines liebenswerten Landes. Des Landes jenseits der Grenze, das so nachbarlich in unserer Nähe liegt. Grenzland ist ein eigenartiges Land. Die Menschen diesseits und jenseits des Gedankenstrichs haben die Hände und Füße am gleichen Platz wie sonst wo. Trotzdem sind sie ein besonderes Volk, ein fahrendes Volk fast, im vielfachen Wechsel des Herüber und Hinüber. Untereinander sind sie sich aber näher gekommen. Und wenn sie die Grenze passieren, grüßen sie sich wie alte Bekannte. Bonjour, guten Tag. Egal ob in Kleinbli oder in Großbli, muss ich erst mal einen Parkplatz finden. Oder du fährst halt mit dem Fahrrad. Heute ist das ja noch viel schwieriger mit den Parkplätzen als früher, denn inzwischen hat jeder Dirmel ein Auto.
Aber schon in den 60er Jahren war das ein Thema mit dem Parken, ein ganz kompliziertes. Denn auf der französischen Seite war das Parken ganz anders geregelt als auf der deutschen. Groschengrab nennen es die einen, Fortschritt sagen die anderen. Gemeint sind die Parkuhren. Sie erlauben dem Kraftfahrer nach Einwurf von 5, 10 oder 2x 10 Pfennigen in den verkehrsreichen Straßen der Innenstadt für die Höchstzeit von 60 Minuten zu parken. Für einen Autofahrer, der in seinem Beruf auf die Parkuhren angewiesen ist, entstehen monatlich oft Unkosten von 25 bis 30 Mark, sofern er jedes Mal die Gebühr bezahlt. Dagegen steht das Argument der Behörden, für eine Parkregelung sorgen zu müssen. In Einbahnstraßen ist an geraden Tagen Halteverbot auf der linken Straßenseite. Für Vergessliche in puncto Datum hat sogar die Parkuhr einen Deckelübermechanismus. An ungeraden Tagen wechselt das Halteverbot auf die rechte Straßenseite. So wie wir haben auch unsere Nachbarländer Parkprobleme. Und so wie bei uns die Uhr das Dilemma der Parkraumnot beseitigen soll, soll es in Frankreich die Parkscheibe. In der Zone Bleue, der blauen Zone, muss jeder Kraftfahrer, der anhalten will, eine solche Parkscheibe deutlich sichtbar an der Windschutzscheibe anbringen. Die Hüter des Gesetzes kontrollieren ständig die Wagen auf das Vorhandensein dieser Pappkarten. Treffen sie ein Fahrzeug ohne Disk an, wird Block und Stift gezückt und der Strafzettel ist unvermeidlich. Papillon, Schmetterling, nennen die Polizisten scherzhaft das Papier, das kein Autofahrer gern unter seinem Scheibenwischer eingeklemmt sieht. Aber die französischen Behörden lassen sogar bei Ausländern den Einwand der unbekannten Parkregelung nicht mehr gelten. Der Fahrer hat sich über die Verkehrsordnung im fremden Land zu informieren, bevor er hinfährt. Tut er es nicht, wird protokolliert. Das freundliche Übersehen von Touristenautos gibt es nicht mehr. So sollten sich also auch Chauffeure aus Deutschland, die nach Frankreich fahren, eine Parkscheibe besorgen. Man erhält sie auf jeder Polizeidienststelle. Und zwar kostenlos. Wem der Weg dorthin zu weit ist, kann versichert sein, dass er ihn doch noch gehen muss, und zwar um den Strafzettel zu bezahlen. Und das in einer Höhe von 10 französischen Francs, umgerechnet 8,25 Mark. Tageskurs ohne Gewähr. Guter Rat ist billig. Unkenntnis oder Nachlässigkeit werden teuer. Hochnotpeinlich wird auf dem Kommissariat die Einnahme registriert und vom Verkehrssünder gegengezeichnet. Der Rest ist reine Routinesache. Der Schuldige zahlt, der Staat kassiert. Zu guter Letzt gibt es noch eine Ermahnung für die Zukunft und als Abschlussgeschenk eine Parkscheibe. Denn wie gesagt, sie kostet nichts. Auch das Parken kostet nichts, wenn sich der Autofahrer genau an die angegebene Ankunfts- und Abfahrtszeit hält. Darüber hinaus hat die Scheibe einen weiteren Vorteil. Die französischen Behörden haben die Parkzeiten so eingestellt, dass ein Fahrer, der seine Disk zum Beispiel in Forbach besorgte, in allen Städten Frankreichs in der blauen Zone parken kann. Durch einheitliche Beschlüsse ist somit für den Autofahrer in Frankreich eine annehmbare Lösung des Parkraumproblems gefunden worden. Auch ohne Parkuhr. Je ne parle pas français, das hat schon damals nicht als Ausrede gezählt. Ich bin 1979 geboren, war also gerade mal 6 Jahre alt, als das Schengener Abkommen unterzeichnet wurde. Deshalb kann ich mich auch nur noch dunkel an Grenzkontrollen erinnern, wie es sie ja zum Beispiel auch hier gab. In den 60er Jahren waren die aber noch fester Bestandteil des saarländisch-lothringischen Alltags. Und der wurde auch immer mal wieder kräftig durcheinandergewirbelt, wenn die Grenze mal wieder plötzlich dicht war. Das ist Lauterbach, ein Bergmannsdorf am Südwestzipfel des Saarlandes. Von drei Seiten ist dieser Ort durch die deutsch-französische Grenze eingeschlossen. Und der Grenzübergang nach Kreuzwald in Lothringen war die Schleuse eines recht starken Reise- und Berufsverkehrs, bis zu Beginn dieses Jahres die französische Zollverwaltung eingriff. Hier liegt Lauterbach, das früher zur katholischen Pfarrei Kreuzwald gehörte.
Über diese Zollstation erreicht man bisher Kreuzwald, wo die Eltern vieler Lauterbacher Bürger wohnen, wo der Bruder verheiratet oder die Frau zu Hause ist. Zu Fuß kann man den direkten Weg noch benutzen, aber es sind 4 Kilometer zu gehen. Für die Jungen wohl kaum mehr als ein Spaziergang, für die Alten jedoch eine Zumutung. Mit dem Motorrad oder mit dem Auto kann man nun nur noch über Karlingen nach Kreuzwald gelangen. Und das ist ein Umweg von 8 Kilometern. Wie viele andere vor uns versuchten wir es trotzdem auf dem kürzesten Wege. Auf der deutschen Seite fertigte uns der Zollbeamte wie üblich ab. Er hat im Augenblick sehr viel Zeit und kontrollierte genau grüne Versicherungskarte und den Personalausweis. Aber er macht uns gleich darauf aufmerksam, dass sein Kollege auf der französischen Seite uns wohl kaum durchlassen würde, da wir ja keine Sondererlaubnis hatten. Und das tat der Douanier dann auch nicht. Höflich, aber bestimmt winkte er ab. Und uns blieb nichts anderes übrig, als umzudrehen und unverrichteter Dinge nach Lauterbach zurückzukehren. Personaleinsparungen, das ist die Begründung zur Maßnahme der französischen Zollverwaltung. Aber ist das der wirkliche Grund? In Lauterbach entdeckte man sehr viele Tankstellen für einen solch kleinen Ort. Tankstellen, die vom Preisunterschied zwischen deutschem und französischem Benzin leben. Viele Franzosen tanken hier. Und am großen Übergang Karlingen kann man dem Benzinschmuggel besser Einhalt gebieten als in Kreuzwald. Die Lauterbacher aber, die an all dem unschuldig sind, müssen nun große Umwege machen. Wir hatten ja nicht nur Verwandte und Freunde in Frankreich, sondern manch einer auch in der DDR. Noch eine Grenze, die für uns eine wichtige Rolle gespielt hat, auch ohne, dass wir direkt nebeneinander gewohnt haben. Ein Tag auf dem Saarbrücker Hauptbahnhof wie jeder andere. So sah es nur für den unbefangenen Beobachter aus. Aber wer genauer hinsah, bemerkte die Spannung, die Erregung, die in der Atmosphäre des Hauptbahnhofs lag. In der unverkennbaren Luft zwischen Bahnsteig und Schienen, zwischen Lokomotiven, hastenden Menschen und solchen, die viel Zeit hatten. Und so war es kein Tag wie jeder andere. Erstmals kam eine größere Anzahl von Rentnerinnen und Rentnern aus der Zone zu Besuch. Möglich geworden ist dieser Besuch, seit die mitteldeutschen Behörden Frauen und Männern im Rentenalter gestatten, einmal im Jahr auf 4 Wochen Angehörige und Freunde in Westdeutschland zu besuchen. Der D-Zug aus Frankfurt führte einen Kurswagen aus Berlin. Für viele Familien mag dieses Wiedersehen das erste nach Jahren der Trennung gewesen sein. Die Eltern sind alt geworden, die Kinder groß und die Enkel sehen sie vielleicht zum ersten Mal überhaupt. Aber das bemerkten die Besucher aus der Zone an diesem Tag nicht, so schien es. Sie waren gar nicht älter und die Jungen waren ihre Kinder. Die Einheimischen, die als unbeteiligte Zeugen dabei standen, schienen etwas verlegen über so viel Herzlichkeit, die ganz unvermutet zutage getreten war. Auch die Enkelchen, die Großmütter und Großväter küssten, wussten manchmal nicht recht, was das Besondere an diesem Besuch war. Aber für alle war an diesem grauen Novembertag ein Silberstreif sichtbar geworden. Es war ein glücklicher Tag in einer Umgebung, die am Glück anderer Anteil nahm. Der Gedanke an die Heimfahrt bewegte an diesem Tag sicher die Beteiligten, aber die Wiedersehensfreude drängte alle anderen Empfindungen zunächst in den Hintergrund. 4 Wochen bei den Kindern und Enkeln, herrliche 4 Wochen. Wenn man sie als zukünftig sieht, scheinen sie fast unendlich lang zu sein. Unbeteiligte Beobachter mochten an diesem Tag einen Wermutstropfen im Kelch der Freude gesehen haben. Dem einen oder anderen, der zufällig Zeuge des Empfangs auf dem Hauptbahnhof geworden war, mochte aufgefallen sein, dass manche Einheimische nicht die rechte Zurückhaltung gegenüber den zuweilen etwas hilflosen älteren Leuten zeigten. Und es hat auch den einen oder anderen gestört, dass Einheimische den Besuchern bei den Taxis nicht den Vorrang ließen. Solche Einwände waren gut gemeint, aber sicher waren die kleinen Schönheitsfehler beim Empfang unwichtig, wo es doch um 4 ganze herrliche Wochen geht. Was zählt da schon 5 Minuten warten? Rappelvoll, die Isetta. Wenn Sie das nächste Mal wieder die Grenze überschreiten und in Urlaub fahren, dann machen Sie bestimmt auch diese typisch saarländische Erfahrung. Wir Saarländer sind einfach überall. Sogar in Kanada. Und nicht nur zum Urlaub machen. Montreal, mit 2 Millionen Einwohnern, ist die größte Stadt Kanadas, dem Paradies Nordamerikas.
Moderne Wolkenkratzer zeugen vom Geschäftssinn seiner Bürger in dieser zweitgrößten französisch sprechenden Stadt der Welt. In krassem Gegensatz stehen dazu historische Bauten, die von der wechselreichen Geschichte dieser alten französischen Niederlassung erzählen. In der Belle Provence, wie die Provinz Quebec genannt wird, stand die Wiege französisch-kanadischer Geschichte und Kultur. Montreal ist eine Stadt der reizvollen Gegensätze, eine Weltstadt. Der Franco-Kanadier ist stolz auf seine Abstammung. Der British North America Act garantiert ihm die Erhaltung der eigenen Sprache, garantiert ihm Gesetzgebung, Religion und Brauchtum. Seit dieser Zeit gelten sowohl Französisch als auch Englisch als amtliche Sprachen Kanadas. In Montreal gibt es aber auch mehr als 80.000 deutsch sprechende Menschen. Sie lesen die deutsche Zeitung Montrealer Nachrichten, die Herr von Brentani herausgibt. Wir fragten ihn, lebt man gut in Kanada? Ja, selbst wenn man etwas so Schwieriges wie eine Zeitung in einer Sprache gründet, welche nicht die Landessprache ist. Aber bei 100.000 Deutschsprachigen in dieser Stadt ist es uns eben gelungen, die Hälfte, die gerade noch Deutsch lesen kann, das sind auch Angehörige der zweiten und dritten Generation, zu gewinnen, sodass wir eben eine gute Existenz gegründet haben. Und der kanadische Staat hat diese Zeitung von Anfang an unterstützt, wie er sich überhaupt auch für italienische oder griechische Blätter sehr eingesetzt hat. Er gibt das ganze Jahr über Anzeigenaufträge, ja, weil Kanadas Reichtum, kultureller Reichtum, in der Vielfalt seiner Kulturen liegt. Die Setzerei befindet sich im Keller des Wohnhauses. An den Maschinen Deutsche aus Süd- und Norddeutschland. Ihr Stundenlohn $3.25. Das sind in Montreal etwa 5 deutsche Mark. Ihre Familien haben sie längst nachgeholt. Redaktion, Verwaltung und den Schriftverkehr erledigt Frau Brentani gemeinsam mit einer Ex-Berlinerin. Und ihrer jüngsten Tochter. Bei einer Auflagenhöhe von mehr als 50.000 Exemplaren ist die anfallende Arbeit nicht gering. Deutsche aus allen Teilen unserer Heimat zählen zu den Lesern dieser Zeitung. In der Kundenkartei fanden wir auch den Namen Wittmer. Er ist Saarländer und kam von Völklingen nach Kanada. Vor seinem Geschäft in Catherine West sagte er uns, ich habe $500 hier mitgebracht. Ich war einer von den wenigen, ich glaube, die überhaupt was mitgebracht haben. Ja. Und ich kann sagen, ich habe im letzten Jahr, nach 2,5 Jahren Arbeit, habe ich dann endlich eine gute Position gefunden. Und ich kann sagen, dass ich heute auf einem momentanen Weg stehe, dass ich auf einem Anfang stehe von dem, was viele in Deutschland sich erträumen würden. Und zwar als Beispiel eine große Kompanie in Saarbrücken oder in Völklingen selbst zu führen. Ja. Ich habe durch die Vermittlung von Peugeot in Peugeot Kanada habe ich die Stellung hier bekommen und ich bin praktisch in einer Regie. Ich verdiene jetzt das, was man in Deutschland so gerne verdienen will. Er hat es also geschafft. Ein bisschen Glück war freilich dabei, meinte er. Voller Stolz zeigte er uns sein $20.000 Eigenheim, wo sich seine Familie sehr wohl fühlt. Die spontan fortschreitende industrielle Entwicklung verlangt indessen nach Fachleuten. Und den Berufsmöglichkeiten jedes Fachmannes sind keine Grenzen gesetzt. Auch jeder an Handel und Geschäft interessierte Besucher wird hier neue Möglichkeiten finden. Sie sind fast alle zufrieden mit ihrem Los, alle Deutschen, die wir sprachen. Aber klingt nicht hier und da ein bisschen Heimweh durch? Ich bin jetzt 8 Jahre in Kanada, bin 1950 oder 1957 nach Kanada gekommen, nach Vancouver. War ein halbes Jahr in Vancouver, hatte keine Arbeit gefunden und kam zurück nach Montreal. Habe hier in Montreal bis vor 2 Jahren als Mechaniker gearbeitet. Man kann hier Arbeit finden, wenn man Arbeit sucht, aber es ist nicht alles Gold, was glänzt hier. Durchweg ist man also mit seinem Los zufrieden. Aber eines steht fest, auch in diesem Lande haben die Götter vor dem Preis den Schweiß gesetzt.
Hier vom Klemm-Plittersdorfer Waldrand aus hat man einen sehr schönen Blick bis rüber nach Frankreich. Dass wir die gute, friedliche Nachbarschaft heute gar nicht hoch genug wertschätzen können, daran erinnert auch die Klemm-Plittersdorfer Gedächtniskapelle. Rund 250 Namen der in den beiden Weltkriegen gefallenen Soldaten der Gemeinde findet man hier. Wegen der Kriege gibt es auf beiden Seiten der Grenze Gedenkstätten und auch Kriegsgräber. Seit den 50er Jahren treffen sich Jugendliche, um diese zu pflegen, aber auch, um näher zusammenzurücken. Versöhnung über Gräbern. Unter diesem Motto finden jedes Jahr Tausende junger Deutscher den Weg nach Frankreich. Zusammen mit jungen Franzosen und Engländern pflegen sie dort Friedhöfe aus dem Ersten Weltkrieg, auf denen deutsche Soldaten ruhen. In diesem Jahr hat der Landesverband Saar des Volksbundes Deutsche Kriegsgräberfürsorge zwei Friedhöfe von Jugendlichen instand setzen lassen. Insgesamt wurden in diesem Sommer 22 Friedhöfe hergerichtet. Der Volksbund, dessen Ziel es ist, dass sich Jugendliche einstmals feindlicher Völker an den Erinnerungsstätten noch immer lebendigen Grauens wie in Sisson kennen und verstehen lernen, wird von der Bundeswehr unterstützt, die für den Transport sorgt und Küchenpersonal stellt. Die französische Armee leiht Zelte und andere Ausrüstungsstücke. Allein auf dem deutschen Soldatenfriedhof in Sisson, dicht bei einem Militärlager, sind 14.000 Menschen bestattet. 10.700 Tote ruhen in Einzelgräbern, weitere 4.000 in einem Massengrab. In einer Nische am Eingang des Friedhofs wird ein Verzeichnis mit den Namen der Toten aufbewahrt. Außerdem sind die Namen in Kassel erfasst. Da die Zentralkartei mit den Toten von 1914 bis 18 ein Opfer des Zweiten Weltkrieges wurde, hat der Volksbund die Gräber neu registrieren müssen. Bis jetzt sind bereits wieder 500.000 von 900.000 Gräbern mit namentlich bekannten Toten erfasst. Auf jedem der 22 Friedhöfe arbeiten Gruppen von 40 bis 50 Jugendlichen. Schüler, Jungbergleute, Lehrlinge, Jungen und Mädchen aus allen Berufen. Der Wunsch mitzuarbeiten an der Wiederherstellung von Kriegsgräbern ist so allgemein, dass der Volksbund nur einen Teil der Anmeldungen berücksichtigen kann. Zu den jungen Deutschen kommen Franzosen und Engländer hinzu. Sie erfahren von den Lagern des Volksbundes und melden sich. Oder aber sie werden durch Helfer, die mit dem Volksbund Kontakt haben, vermittelt. Für die jungen Franzosen, die in Sisson zusammen mit ihren deutschen Freunden arbeiten, sagt die 17-jährige Chantal. Ich bin gekommen, um mit jungen Deutschen zu arbeiten und um die Sprache zu lernen. Und endlich, weil ich schon bemerkt habe, dass die Gesellschaft von Deutschen sehr angenehm war. Keiner der deutschen Friedhöfe in Frankreich ist verwahrlost. Der französische Staat sorgt dafür, dass sie sich, soweit es geht, in einem ordentlichen Zustand befinden. Gärtnerische Arbeiten jedoch und die weitere Ausgestaltung hat der Volksbund übernommen. Er bemüht sich auch darum, dass die Holzkreuze, deren Haltbarkeit begrenzt ist, erneuert werden. Der Erste Weltkrieg liegt schon 50 Jahre zurück. Und deshalb wohl werden nur noch wenige Gräber in Sisson besucht. Das Grab des Gefreiten Alfred Levy trägt eine kleine Tafel aus dem Jahre 1961 mit der Inschrift »Wir haben dich nicht vergessen, dein Sohn Martin«. Hier wurde der Soldat Peter Weiland bestattet. Auf seiner Grabstätte ist ein selbstgeschnitztes Holzkreuz niedergelegt worden. Darauf steht zu lesen »Peter August Weiland, 1. Mai 1964«. »4.000 Soldaten, die nicht identifiziert werden konnten, ruhen in einem Massengrab. Sie fielen in einem Land, dessen Erde vom Hass gezeichnet war. Sie fielen am Chemin des Dames in der Champagne, wo Granaten jeden Meter Boden, um den jahrelang gekämpft wurde, mehrmals umgepflügt haben. Die Wunden, die damals der Natur geschlagen wurden, sind im Laufe eines halben Jahrhunderts allmählich verheilt. Die Völker aber haben erst sehr spät damit begonnen, ihren Hass zu vergessen.« Gerade sind ja im Saarland Pfingstferien.
Für Kurzurlaube steht Frankreich hoch im Kurs bei uns Deutschen. Laut der deutschen Reisewirtschaft auf Platz 3 hinter Österreich und den Niederlanden. Vor der Abfahrt noch mal kurz das Reisewetter checken. Dafür brauche ich heute nur ein Smartphone. Früher war das ganz anders. In den 60ern hat vorm Urlaub jeder SR-Radio eingeschaltet. Und nun, verehrte Hörer, wieder unser Reisewetterbericht im ersten Programm des Saarländischen Rundfunks, und zwar in der Sendung Auf allen Straßen. Zunächst in der Bundesrepublik. Deutschland, Berchtesgaden heiter 12 Grad. München heiter 13 Grad, Zugspitze heiter 5 Grad, Schneehöhe 8 Zentimeter. Und nun Frankreich. Im Norden strichweise Regen bei starker Bewölkung. Sonst wolkig mit Aufheiterungen und örtlich Gewitter oder Schauer. Das Mittelmeer, überwiegend heiter und trocken bei Temperaturen mittags um 30 Grad. Ob der Reisewetterbericht gut oder schlecht war, ob vom Norden Regen oder vom Süden Orkane gemeldet wurden, niemand ließ sich davon abhalten, zu Ferienbeginn Koffer und Zelte in oder auf seinem Auto zu verstauen und die lang geplante Urlaubsreise anzutreten. Die vielbeschäftigten Zöllner machten nach einem kurzen Blick auf die Berge von Gepäck nur selten Schwierigkeiten. Und wie es uns schien, nur dann, wenn die Fernsehkamera dabei war. Für Schmuggelware war selten Platz in den ausgelasteten PKWs. Die Grenzen waren weit offen und schon gleich dahinter, in der ersten Stadt, lockten die Postkarten mit fremdsprachiger Aufschrift und unbekannten Briefmarken. Man griff eifrig zu und war zu Beginn der Reise bereits sicher, bei den lieben Verwandten Freude und bei den Kollegen, die daheim bleiben mussten, etwas Neid hervorgerufen zu haben. Aber auch diese konnten mit einem Trumpf aufwarten. Denn ihnen gehörten mehrere Wochen lang ruhige Parkanlagen und Restaurants, freie Fensterplätze in den Vorortzügen und vor allem die sonst immer viel zu engen Straßen ihrer Stadt. Dieser Sommerschlaf, oder sagen wir besser Halbschlaf, brachte viele Vorteile. Und nicht zuletzt für die Führerscheinanwärter, die ihre Prüfung jedoch unter schwierigeren Bedingungen machen werden. Aber was den einen zum Leid, gereicht unserer Polizei jedenfalls zur Freude. In der verkehrsdichtesten Stadt der Bundesrepublik Saarbrücken ist seit 3 Wochen Verkehrsstille eingetreten, könnte man fast sagen. Viele Betriebe haben Urlaub gemacht. Der innerstädtische Verkehr gleicht einem mittelstädtischen Verkehr. Es ist so, dass wir auch dadurch erheblich weniger Verkehrsunfälle haben. Immer eine erfreuliche Feststellung für die Polizei. Wenn hier die Verkehrsunfälle, das ist immer bedeutsam für uns, nachgelassen haben, so glaube ich nicht, dass es für große und längeren Zeitabschnitt ist, denn wenn die Ferienzeit beendet ist, werden wir hier wieder die verkehrsdichteste Stadt der Bundesrepublik sein. Inzwischen hat der Fahrzeugstrom in Richtung Heimat wieder eingesetzt. Ade Italien, Riviera oder Nordseestrand. Der Alltag unserer Stadt hat uns wieder. Aber halt, noch nicht ganz. Zunächst sind da ja noch unsere Zöllner. Sie werfen einen genauen Blick in Koffer und Pässe, und oft geht mit dem Urlaub auch das flüssige Souvenir dahin. Alsdann auf ein neues im nächsten Jahr. Genießen Sie noch Ihren Pfingstmontagabend, vielleicht sogar noch ein paar Urlaubstage mehr. Wir genießen noch ein bisschen den schönen Abend in meiner pittoresken Heimatgemeinde. Bis bald.